Aue Jan. Bülter, jawohl! 1-0, Marius Bülter, 22. Minute. Das 400. Tor für den FC Schalke 04 in der zweiten Liga. Der landet bei Terodde, schnelle Drehung und Hünemeyer ist noch dran. Idrissi, da ist Aue Jan. Gutes Anspiel auf Terodde. Und Bülter mit der Chance zum Zweiten. Freisel, super gehalten. Aue Jan, Terodde, nix da. Schulinov, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Muslija, oh, ein ziemlich geiler Ball für Srebeni. Und dann Freisel, der sich feiert. Und zwar zu Recht, denn er war noch dran. Topflanke, Terodde in Pfosten und der tickt nicht rein. Jetzt steht es wieder 2-1 im Alu-Wettbewerb. Aue Jan. Mit dem Adduktorentester. Latza gut auf Flick. Flick in den Lauf von Schulinov. Da, Ko Schulinov! Jetzt macht er! 74. 2-0. Der andere war ihm zu einfach. Der war zu nah dran am Tor. Klasse Konter. Top verwandelt. Martin Freisel, fünfmal hat er zu null geschafft, wird von Itakura gefeiert. Nach Worten muss man auch ganz oft Taten folgen lassen. Haben wir heute gemacht, oder? Ja gut, die beste Tat ist dann im Endeffekt, wenn man mit einem Dreier am Freitagabend rausgeht. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass wir das Spiel natürlich in Düsseldorf, hat man schon ein bisschen noch im Paket schon drin. Ich meine, das ist ganz normal. Hat man auch gesehen, aber die Jungs haben wirklich alles abgerufen und wirklich alles reingelegt. Und ich finde, haben sich nach und nach rausgearbeitet. Ne? Das war der bewusst, das war der klare, schwere Gegner Paderborn. Mit viel, viel Ballbesitz, gutem Positionsspiel. Trotz allem haben wir defensiv ordentlich gestanden. Haben, muss man auch mal sagen, hat der Martin heute wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat uns vor allen Dingen auch bei einer gewissen Situation, gerade beim 1-0, wo wir geführt haben, ein wichtiger Save 1-gegen-1 im Spiel gehalten. Das sind die Momente, dafür hast du den Schlussmann und der Martin ein Kompliment. Und von daher war es dann wichtig, dass wir es dann hinten raus Chancen gehabt, Paderborn auch, aber verdient 2-0 gewonnen haben. Aber wissen aber auch, dass wir dann noch einiges, gerade die letzte Viertelstunde so im offenen Schlagabtausch, da waren wir sehr, sehr ungenau. Und da hätten oftmals uns auch mehr gewünscht, am besten wäre die Eckfahne mal zu suchen. Aber gut, die Jungs wollten nochmal hinten dran. Aber wie gesagt, gibt uns auf jeden Fall Hoffnung, aber auch noch Arbeit. Ich glaube, du hast noch ein paar Worte von Ruven gehört. Irgendwie hat die Mannschaft gelobt, er hat auch speziell dich gelobt. Wie sehr geht das runter? Gerade nach so einem Freitagabendspiel zu Hause gegen ganz starke Paderborner geht das runter wie Öl. Freuen uns mega, wirklich mega, dass wir eine Reaktion zeigen konnten auf das Düsseldorf-Spiel. Und ja, haben uns gut ins Spiel reingearbeitet. Ich sage ganz bewusst reingearbeitet, was nicht ganz so schön war. Aber wenn da eben dieser Nackenschlag noch schmerzt, und dann musst du die Schmerzen mal abschütteln, sage ich mal. Das hat so mal gefühlt so um die 20 Minuten gedauert und dann sind wir zumindest mal solide ins Spiel gekommen mit dem 1-0 und zweite Hälfte wurde dann von Minute zu Minute ja eigentlich besser. Du hast Martin angesprochen, wie sehr freut dich das im Allgemeinen? Jungs wie Flo Flick wieder dabei, Danny Comeback, Martin rettet uns, sage ich jetzt mal, die Null, Bülti mit dem Tor. Ja, das sind ja die Dinge, die wir brauchen. Ne? Das, was ich gesagt habe, auch unter der Woche, wenn der Druck groß ist, da eine Challenge rauszumachen, zu sagen, dem widerstehe ich und dadurch wird die Brust dann größer. Und genau das ist das Thema, dass man die Jungs hat, auf die man sich verlassen kann. So, da geht es ja gar nicht darum, dass einer mal einen Fehler macht oder auch nicht. Und heute haben die Jungs auch, wie gesagt, ein richtig gutes Spiel gemacht, haben die breite Brust gezeigt. So, gehen heute mit dem 2-0 nach Hause. Und das Schöne ist, was ich immer sage, Freitagsabends Gewinn. Du hast vorgelegt, kannst dir in aller Ruhe Samstag, Sonntag alles anschauen, morgen schön nachpräparieren. Und dann geht es nächste Woche in den Wildpark und wollen den Dreier holen. Wie sehr freut dich, sage ich jetzt mal, ein Tor von Bülti, die Jungs wie Flo Flick werden reingeworfen, Danny mit seinem Comeback? Ja, voll geil. Du sprichst jetzt drei Spieler an, die es in letzter Zeit nicht immer ganz so leicht hatten.
Bülti hat uns ja als Joker auch schon mal viele Punkte jetzt auch dann eigentlich geschenkt, würde ich sagen, weil er durch Einzelaktionen dann sehr geglänzt hat. Und ich finde gerade in dieser Konstellation heute, wo er den Ball dann einfach so elegant dann ins Tor legt und vor den Gegenspieler reinkommt, macht er das auch gut, was wir trainiert haben. Also von daher ein Riesenkompliment an Bülti und zu Flo Flick muss ich sagen, ich hatte gestern noch ein Gespräch mit ihm und ihm gesagt, dass er eben extrem mutig auftreten soll, diese Bälle fordern soll, die Bälle in die nächste Linie spielen soll. Und das hat er halt irrsinnig gut gemacht, war auch gegen den Ball sehr aktiv und kompromisslos. Ganz stark, würde ich sagen. Und gerade Danny hat ja sowieso ein Jahr beinahe zum Vergessen nach den zwei Toren in Aue direkt wieder mal ins Krankenhaus. Aber jetzt ist er wieder am Platz und hat gezeigt, warum er Kapitän des FC Schalke 04 ist. Er ist vorangegangen und hat uns wahnsinnig geholfen. Was ging dir jetzt in der, ich glaube, 55. Minute war es, als du reingekommen bist? Was ging dir da durch den Kopf? Irgendwas Spezielles oder hast du nur an die Taktik und Hauptsache Spielgewinn? Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Hauptsache Spielgewinn. Die Aufgabe erledigen, die der Trainer dir mitgibt. Dass ich so früh reinkomme, war auch nicht mit zu rechnen, weil ich jetzt auch, glaube ich, 3 Tage erst mit der Mannschaft trainiert hatte. Dann fehlt am Ende schon auch ein bisschen die Puste, aber ich habe mich da durchgekämpft und ich bin einfach froh, dass wir die 3 Punkte hier zu Hause behalten konnten.